verehrten Juroren und auch die aktiven Athleten haben jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Jetzt geht's los für die Aussteller, denn in den Pausen flitzen natürlich die Fans und Zuschauer mal rund um die Aussteller und möchten natürlich wissen, was gibt's dieses Jahr Neues auf dem Markt, was haben sie Schönes Neues mitgebracht. Und da ist natürlich allerlei zu finden. Angefangen vom Eiweiß, vorbei an den Soßen ohne Zucker für den netten Grillabend, bis hin zur Bekleidung. Und wir machen einfach mal Folgendes. Was möchtest du dir denn Schönes kaufen jetzt hier? Diese geilen Onriegel. Warum sind die denn so geil? Weil die so super lecker sind. Da müssen wir mal genauer nachfragen. Entschuldigung. Ist auf stumm geschalten, ist nicht schlimm. So, wir haben jetzt gerade hier die Dame gefragt. Die Dame hat gesagt, eure Onriegel sind richtig Hammer. Ja, danke. Warum sind die so Hammer? Boah, da sind bunte Streusel drauf. Ja, bunte Streusel, Low Carb. Das heißt also, damit ihr das mal sehen könnt, es sind wirklich bunte Streusel, zumindest sagt das die Verpackung. Aber es geht doch nicht um die bunten Streusel. Es geht doch viel mehr um den Inhalt, oder? Was habt ihr Schönes reingepackt in die Riege? Ist das was so für den Sportler oder kann ich da auch einen Snickers für nehmen? Nee, also ich meine, die sind halt Low Carb, da sind Polyol drin, also mehrwertige Alkohole, die dann halt mit dem Blutzuckerspiegel, also die den Blutzuckerspiegel neutral lassen. Und ja, von daher auch ideal für Diabetiker. Bunte Streusel, Alkohol, das reicht uns schon. Dann nehmen wir nachher ein Packen mit. Ich danke dir. Tja, für die Aussteller ist es jetzt nicht unbedingt hier das Highlight, aber die möchten natürlich den Fans auch was bieten. Unter anderem möchten die Aussteller den Fans auch Chips bieten. Oder was ist das Schönes heute da? Oder ist da einfach jemand auf dem Riegel raufgetreten? Nein, wir haben Protein-Nachos mitgebracht. Könnt ihr gerne auch mal probieren. Da sind wir, da sagen wir doch nicht nein. Ja. So für den Fernseher, das ist schon was Schönes. Ja, auch eine gute Größe mit 30 Gramm, da hat man nicht zu viel abends, also da kann man so eine Tüte bestimmt. Problem ist nur, wenn ich jetzt so eine Tüte meiner Frau mitbringe, dann sagt die zu mir, Schatzi, wo ist denn die Soße, wo ist denn der Dip? Den haben wir leider nicht. Kommt der noch? Ich denke, von Peak wird es keine Soßen geben. Bin ich jetzt nicht von der Abteilung für zuständig, aber ich denke, das ist überlassen wir anderen. Abteilung vom Peak, das wäre mal eine Idee wert. Jetzt geht es natürlich hier dabei um den netten Fernsehabend. Jetzt kommen aber mal die großen Jungs, die wollen ihre Muskeln aufbauen. Was habt ihr da denn Schönes für die Neuspunde, die Neuathleten? Für die Neuathleten, also wir haben natürlich ein ganz tolles Produkt, das Kreaterston. Das haben wir jetzt heute hier leider nicht dabei, aber das ist ein sehr gutes Produkt, gerade für nach dem Training. Sehr. Was ist das, ein Fettburner? Das ist kein Fettburner, das ist ein Kohlenhydrat, Protein. Na, Matrix sag ich jetzt mal, also da ist alles mit drin, ganz viele Inhaltsstoffe, 70 Inhaltsstoffe haben wir da drin, das gibt es als Professional-Variante, da haben wir dann 120 Inhaltsstoffe mit drin, also das ist ein gutes Allround-Produkt auf jeden Fall. Ja, und neben diesem Allround-Produkt habt ihr natürlich noch weitaus mehr Produkte, eine größere Produktpalette, könnt ihr alles bei Peak erwischen. Wir werden mal weitergehen, wir werden mal gucken, was die Konkurrenz uns noch so anzubieten hat. Ich danke dir vielmals. Schönen guten Tag, Hallöchen. Hi. Auch die Elite, die ja sonst sich gerne präsentiert rund um die Bühne, ist aber auch dafür da, mal Produkte an den Mann zu bringen. Und da ist er auch schon. Dich haben wir gesucht. Erstmal schönen guten Tag, Roland. Guten Tag. Roland Schiolock, nicht nur Legende von früher, nicht nur Vorbereiter, unter anderem genannt der Meistermacher. Ne? Roland, was haben wir hier Schönes? Ja, das sind so jetzt so eine Firma aus Polen, mit denen ich jetzt zusammenarbeiten. Wir haben Produkte entwickelt und die bringen wir jetzt auf den Markt. Was ist momentan so euer Flaggschiff unter den Produkten? Also wir haben jetzt noch gerade angefangen, wir haben noch nicht so viele, aber da kommen noch einige. Also so Palette von 35 Produkten. Habt ihr das auch aufgeteilt wie die meisten Firmen für Männer und Frauen oder kann sowohl Mann als auch Frau ein und dasselbe Produkt nehmen? Also erstmal Mann und Frau das gleiche Produkt und dann schauen wir mal in Zukunft, wie das sich entwickelt. Was wären jetzt so aktuell mit eurem Neustart der Renner? Mehr ein Kreatin-Fettburner oder mehr euer Protein? Also ich glaube Isolat und so Protein ist am meisten verkauft dann. Was habt ihr da momentan für einen Preis, wenn ich das richtig sehe? 2,27 Kilo für? 22 Euro, ja. Aber das ist nicht das Isolat? Das ist das Isolat. Das sind heute andere Preise. Wir machen heute also spezielle Preise, so billige halt für die Leute hier. Also wer vor Ort ist, der kann heute richtig, richtig, richtig genau, fett sparen. Ja, wir haben erst für heute super Preise gemacht. Und neben der Produktlinie, wie die natürlich auch gefördert werden muss, was würdest du sagen, was ist heute die stärkste Klasse bei der internationalen deutschen Meisterschaft? Die stärkste Klasse? 3 und 4. Männer? Ja.
Sind wir gespannt. Haben wir uns Bodybuilder. Ich weiß nicht, also die Frauenfigurklasse war auch sehr gut. Also die 1 und die 2, also Bikini-Klassen gucke ich mir eher weniger an. Voll waren sie alle, aber so von der Dichte her, der Qualität. Welche Klasse meinst du jetzt? Nee, allgemein. Also voll waren sie alle, aber ja, so also drei. Die Bikini-Klasse sind auch sehr viele schöne Frauen, hübsche Frauen. Aber die Klassen, ich selber kann man schlecht werten. Da sehe ich die Unterschiede nicht so. Deswegen die Klassen, die Bikini-Klasse, die interessiert mich nicht so viel. Aber so in der Figurklasse 1 und 2, die war super besetzt. Eigentlich alle Klassen. Ne? Aber bei den Männern denke ich, die 3, die 4 war die stärkste Klasse. Also sind wir natürlich auf das Finale umso mehr gespannt. Wir sind aber auch gespannt auf deine Jungs in Zukunft, weil wenn wir jetzt schon den Meistermacher haben und der Meistermacher hat auch noch das Meisterprodukt auf den Markt gebracht, na dann sollten wir uns festhalten in Zukunft. Team Skiolog wird uns noch die Bude einreißen. Roland. Ich hab noch einen Favoriten für heute, wo sie den Gesamtsieg macht, ne? Wer denn? Was schätzt du? Oh nee, da bin ich völlig raus. Da war ich leider zu viel unterwegs vorhin. Also ich sag das, ich habe das schon seit ein paar Wochen mir so gedacht, also der Marek. Marek. Genau, der macht das Ding heute. Bist du nicht der Erste? Wir lassen uns überraschen. Ja, also ich wünsche ihm viel Erfolg und er hat sich's verdient. Er ist jedes Jahr jetzt besser geworden, dran geblieben und er hat so hart dran gearbeitet. Es hat sich so gut verbessert und ich kenne es ihm vom Herzen, der hat sich's verdient. Also Marek, wenn du das noch vor dem Finale siehst, von der Legende ein paar Worte. Vielen Dank, Roland, dafür. Weiterhin viel Erfolg, viel Spaß mit der neuen Linie. Ja. Und ja, von diesem Mann, da werden wir noch so viel sehen. Alles klar. Eigentlich können wir sagen, bis gleich. So, Nutriful. Wir gehen jetzt mal an einen Stand, wo wir jetzt nicht unbedingt auf die großen Eiweißbüchsen treffen, sondern hier haben wir viel mehr. Hi, schönen guten Tag. Body Extreme, Chris mein Name. Du, ich habe vorhin war ich draußen im Winter halt ein bisschen Windstoß bekommen für meine Augen. Jetzt bräuchte ich mal ein paar von euren Augentropfen. Was habt ihr da Schönes? Sind das Augentropfen? Das sind genau Augentropfen mit Geschmack. Das heißt, wenn mir nachher noch jemand die Augen leckt, dann hat er da Erdbeer. Nein, wir sprechen hier von den heiß begehrten Flavor Drops, richtig? Ganz genau. Wir haben auch letztes Jahr haben wir einen Tür. Ich habe überall auf eurer Seite den Post gesucht, habe ich gar nicht gefunden. Das ist auf der VIP-Seite. Ja, da muss man nur noch mal so eine Gebühr zahlen und dann kommt man auf die VIP-Seite. Auf die VIP-Seite, ja, da müssen wir uns noch ein bisschen mehr Mühe geben, um wichtiger zu werden, um auf die VIP-Seite zu kommen. Ihr hattet letztes Jahr, wart ihr ja mit euren Soßen und euren Drops schon vertreten, allerdings sehe ich heute zum ersten Mal eure Peanut Butter. Warte ganz kurz, wir kommen mal rum. Weil die sind ja hier schon alle fleißig am Löffeln. Ganz genau, das sind die von Bell Plantation aus Amerika und wir haben auch die Distribution für ganz Deutschland und deshalb präsentieren wir die Erdnussbutter von Bell Plantation auch. Aber wir haben neue Soßen. Komm mal rüber. Neue Soßen. Soßen sind immer geil. Ja. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, mal schön zu grillen. Oh, guck mal, jetzt geht's ab. Letztes Jahr hast du die alten probiert. Wir haben eine neue Rezeptur, wir haben ein neues Design und man sieht, wir haben uns komplett jetzt auch erweitert. Wir haben jetzt 10 Sorten. Letztes Jahr wurde da was nur 5 Sorten. Und probier mal. Welche Soße magst du am meisten? Wir gucken mal, was habt ihr hier? Da gibt's Garlic, Balsamico. Hier, das würde ich gerne mal probieren. Süß-sauer. Süß-sauer ist ja so eine Sache, wenn ich jetzt zum Chinesen gegangen bin, ich habe mir jetzt zum Beispiel meine Frühlingsrollen geholt und Mensch, jetzt hat der Chinese vergessen, die süß-saure Soße reinzupacken. Das ist krass. Das ist heftig. Kein Fetter, wie beim Chinesen. Das ist echt krass. Ja, ne? Ist auch so ein bisschen cremiger. Ja. Den würde ich einmal dir geben zum Entsorgen. Ich danke dir. Ist Wahnsinn. Also ich persönlich bin sowieso ein großer Fan. Ich denke aber auch für viele Fans und Bodybuilding und Fitnessbegeisterte ist das eine richtig geile Sache. Weil eins der größten Probleme kennen wir alle. Wir haben unsere Mahlzeit fertig gemacht. Wir haben unseren Reis, unser Pute. Dürfen keine Soßen rüber machen. Die haben alle Zucker. Ich finde, das ist eine Marktlücke gewesen, die habt ihr voll und ganz gestopft. Dafür bedanken wir uns auf jeden Fall auch und wir gucken mal, was die anderen jetzt noch schön haben. Wir wünschen euch aber noch einen schönen Aufenthalt. Danke sehr. Danke, vielen, vielen Dank. Ciao. So. Hier füllt sich natürlich auch die Halle. Nicht nur für die Fans, für die Besucher, aber auch für die Athleten ist hier jede Menge aufgetischt. Und wie ihr gesehen habt, kann man hier auch richtig fette Rabatte abfangen. Cytec, Skytec. Die einen sagen Cytec, die anderen sagen Skytec. Ich möchte mich nicht blamieren, wie heißt das richtig? Cytec Nutrition. Cytec Nutrition. Richtig. Sehr schön, sehr schön. Dass ihr natürlich immer da seid, wissen wir ja mittlerweile. Immer noch Hauptsponsor?
immer noch Hauptsponsor für den DBFV. Wir sind ein großer Bestandteil davon, werden das noch weiter ausbauen. Wir wollen den Sport unterstützen, wir wollen die Athleten unterstützen und wir sehen, es wird von Jahr zu Jahr besser. Und ich sehe, dass der Kameramann gerade von uns ein Proteindrink zu sich nimmt. Warum macht er das denn? Weil es schmeckt. Ja. Wer sagt das? Er hat gerade Ja gesagt. Ja, was habt ihr Schönes Neues auf dem Markt? Für unsere Zuschauer, für unsere Fans, die hier heute vor Ort sind? Wir haben einen Guck mal hier. Christmas Way Karamell, Karamell Apple Flavor. Das ist ganz nice. Siehst du das? Ja. So. Ist generell dafür bekannt, dass ihr extravagante Geschmäcker macht, richtig? Richtig. Wer kommt denn auf so eine Idee? Ihr sperrt doch sicherlich unten jemanden ein an die Heizung, sagt so, ja. Spuck einen guten Flavor aus. Der Alin ist bei uns im Keller und muss sich immer solche Sachen überlegen, was denn jetzt gut schmecken könnte. Und er muss natürlich auch rumprobieren. Ja, deswegen sieht man auch, das ist, siehst du, das hier passiert. Kommt das vom Karamell oder vom Apple? Kokos. Ja. Also nee, aber schöne Sache. Es wird auch sehr viel von uns passieren, jetzt auch riegeltechnisch. Es werden viele Neuigkeiten passieren. Wir haben auch hier zum Beispiel BCA. Es ist Traubenzucker. Seht ihr hier in zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Traubenzucker für BCA ist einfach mal so zwischendurch. Das ist einfach göttlich. Yep. Also da sieht man, da macht sich eine Firma auf jeden Fall Gedanken, richtig fett Gedanken. Und wenn andere in den Keller eingesperrt werden, um neue Flavor zu entwickeln, werden andere wiederum auf die Bühne geschickt, mit den Top-Produkten von SciTech natürlich. So, jetzt hat uns hier Pepo gerade schon vorgestellt, Karamell Apple. Jetzt machen wir mal Butter bei der Fische. Schmeckt das wirklich so gut? Ich muss ehrlich sein, ich habe es noch nicht probiert. Aber der Geschmack schon, also wenn man es schon hört, der Name, das ist es? Das ist es. So, warte, das Test. Einmal der Test dich, fürs schön. Erste Mal, ja. Es ist aber mit Wasser, nicht mit Milch angereichert. Also wer Zimt ist ja auch mit dabei, ne? Ein bisschen Zimt mit dabei. Es ist ja weihnachtlich. Das ist, geht definitiv. Das ist unser weihnachtlicher Geschmack. Der ist jetzt ganz neu raus. Er läuft in allen Läden, er läuft sehr gut. Und er schmeckt? Er schmeckt gut, beziehungsweise jeder, der Zimt mag, wird es lieben, glaube ich. Und das sagt ein Fast Pro, ein baldiger Pro. Also von dem her gesehen. Aber nur jetzt zur Weihnachtszeit? Das heißt, die Kunden müssen sich jetzt sputen, um dieses geile Produkt zu kaufen? Genau darum geht's. Es ist im Markt, es ist in den Läden schon käuflich. Kauft das. Es wird definitiv für Weihnachten jetzt durchlaufen. Nach Weihnachten werden wieder neue Sachen kommen. Hoffentlich hat der Weihnachtsmann einen großen Schlitten. Er hat einen großen Sack. Das auch. Wir bedanken uns recht herzlich. Wir lassen natürlich ihn da hinten noch ein bisschen schneien. Ich bin fertig. Nächstes Mal, wenn wir an den Tisch kommen, einfach zwinkern, wenn wir dich rausholen sollen hier. Einfach zwinkern. Vielen, vielen Dank. Das ist doch verboten. Die nächsten sind unter anderem die Firma Olymp Nutrition. Mit dem bekanntesten Gesicht Horst natürlich. Aber wir werden uns mal den Mike ranholen. Ja, du Mike, das ist, kennst ja auch für deutsche Meisterschaft, wenn wir die Kamera ausgepackt haben, dann lassen wir nicht mehr locker. Oh, echt? So, jetzt sind wir hier mal am Rundgang machen und wir wollen mal gucken, was sind denn hier so die begehrtesten Produkte. Jetzt haben uns natürlich viele Firmen schon vorgestellt, was die so in petto haben. Was habt ihr denn heute Schönes dabei für unsere Zuschauer und Fans? Was wir Neues dabei haben, ist die Rocky-Linie. Rocky-Linie? Hat das auch mit dem Rocky zu tun? Bestimmt. Nein. Rocky-Linie ist eine recht einfache Linie, sind aktuell zwei Produkte. Ein reines Kreatin, ein Kreatinmonohydrat und ein reines Glutamin. Also Glutaminpulver ist jetzt nichts Spektakuläres, aber günstig und gut. Ich sehe das nämlich gerade. Das heißt, ein Kreatin, wie viel haben wir hier drin? 200 Gramm? 7 Euro? Ja. Völlig egal, ob ich heute herkomme oder ob ich nächste Woche bei euch bestelle. Das ist ein bisschen mehr. Wie gesagt, hier ist Messepreis. Machen wir immer auf Meisterschaften. Wir haben aber aktuell auch Black Friday bis Sonntag auf unserer Homepage. Könnt ihr gerne mal gucken, www.olymp.de. Gibt's Black Friday, ne? Ja. Kennst du? Nee. Echt? Zum ersten Mal. Was kann mich da erwarten? Black Friday ist in Amerika so ein Tag, wo jede Menge Rabatte gegeben wird oder werden. Wir haben das jetzt übers Wochenende nachgezogen. Gibt's 25% auf der Homepage. Ja. Das ist nicht mal Black Friday. Da wird das Portemonnaie nicht mehr so dunkel werden, denn weil mal ein bisschen was drinnen bleibt. Bei den Frauen ist das Problem, dass sie gern shoppen, ne? Liebe Frau, wieso, wenn sie für die Männer einshoppen denn, die ordentliche Eiweißbüchsen? Dann ist okay. Also, die Rocky-Linie,
Auch Olymp macht sich immer wieder Gedanken wie die anderen Aussteller. Und wir sind aber jetzt mal auf der Suche nach noch günstigeren Produkten. Mal gucken, ob euch noch jemand überbietet. Ich danke dir, Mike. Zack. Jetzt haben wir unseren Bauch gefüllt, wir haben unsere Glykogenspeicher wieder aufgefüllt, wir haben unserer Muskulatur ein bisschen was zu futtern gegeben. Jetzt ist uns kalt. Was machen wir, wenn uns kalt ist? Wir ziehen uns was an. Wir ziehen aber nicht irgendwas an. Wecker? Wir ziehen uns Sportbekleidung an. Guten Tag, guten Tag, hallo. So, wir haben uns jetzt gerade richtig dick vollgefuttert bei den ganzen Ausstellern. Jetzt brauchen wir was zu anziehen. Wir sind aus unseren Klamotten rausgewachsen. Was habt ihr Schönes für die Männerwelt? Für die Männerwelt kann ich euch... Was ist denn der absolute Renner? Also, die kommen ganz gut an, die hier. Sieht doch geil aus, oder? Ja, schon. Das hat schon... 3XL, XL, alle großen. Also für richtig große, schwere Jungs? Ja, richtig große. Und die ganz kleinen Bubis? Gibt es das auch, aber das ist eigentlich eher für die Größeren gedacht. Denkt ihr denn an die kleinen Bubis auch? Ja. Weißt du, wenn man den Sport betreibt, will man nicht klein sein. So, jetzt hat der große Bubi was zum Anziehen bekommen, jetzt möchte aber seine zierliche kleine Dame auch was haben. Wie sieht es denn für die Frauenwelt aus bei euch? Frauen haben sehr viele Leggings, aber auch was ich ganz cool finde. Oh, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Es wurde überhaupt nicht gespart am Stoff. Ja. Jetzt aber ganz ehrlich, kann man das draußen in der Öffentlichkeit anziehen als Frau? Wenn man die Figur hat, sage ich mal, ja. Wenn nicht, dann eher nicht. Aber es gibt auch Leggings, die lang sind. Also, für die Frauen, die noch nicht so gewagt sind, für die lange blaue Hose, gibt es auch nochmal ein lang bekleidetes Shirt? Ich habe jetzt zum Beispiel das hier an, das ist Unisex. Das können Männer und Frauen tragen. Ist auch mehr so was Lockeres, oder? Ja, ich mache das dann einfach runter oder man kann es an der Seite ein bisschen binden, je nachdem, wie man halt Lust hat. Ja, oder ich kann auch Männer ganz normal. Also ihr seht, bei BMXX wird nicht nur, werden nicht nur Klamotten angeboten, es wird auch noch gleich eine Style-Beratung hier gemacht. Sehr schön. Wie man das halt gerne tragen möchte, ja. Und ihr habt auch Messepreise heute? Ja. Gibt's den off? Yes. Today it's cheaper because we're here. It's a little bit cheaper, the clothes. Yes, of yes. course. Ja, also hier. Yes. Yes. Sehr schön. Coole Sachen. Und die Westen. Also die sieht man auch, Team Bavü. Ist das komplett ausgestattet mit den Westen hier. Die sind auch mal richtig cool. Gefüttert, schön warm. Sie sehen auf jeden Fall cool aus. Macht auch schön was her. Und ich finde es ja immer cool, wenn für Männlein und Weiblein was dabei ist. Geile Geschichte, oder Leute? Da könnt ihr auf jeden Fall mal zugreifen. Nicht nur hier auf der Deutschen Meisterschaft, sondern auch im Internet und überall vertreten. Wir bedanken uns recht. Was? Herzlichen Glückwunsch noch zur Geburt vom Baby. Dankeschön. Dankeschön. Das ist mein kleiner Engel. Deswegen, ich erwarte, beziehungsweise ich bin gerade auf der Suche nach Babymode. Habt ihr das auch? Aber jetzt leider nicht. Das wäre mal, wie heißt der? Dinos. Inos? Dinos. Dinos? Dinos. Dinos? Dinos? We need clothing, little pants and little shirts for babies. Have you? Okay, no, I don't have it. Next year, when I come next year to your booth? Yeah? Of course, yes. Is that your word? Okay. Okay, wir haben es aufgefangen. Nächstes Jahr bekomme ich meine Babymode. Für meine kleine Süße. Thank you. Dankeschön. Bauch voll. Hose haben wir an. T-Shirt haben wir an. Uns tut es aber an den Füßen weh, weil wir müssen über Steine laufen. Otomix, momentan in der Szene auch wieder richtig zu Wort gekommen. Die Marke, die Schuhe, wird gerne mit trainiert. Empire Sports ist auch generell eine Firma, die immer vertreten ist. Sowohl im Klamottensegment als natürlich auch im Nutrition-Segment. Und da werden wir mal gucken, ob wir vielleicht auch noch mal jemanden ranholen. Guten Tag. Hallöchen. Du, ich habe mir eine Katze mitgebracht und die hat ganz doll Hunger und da wollte ich mal nachfragen, ob man so eine Dose Katzenfutter mitnehmen könnte. Ja, natürlich. Nein, was haben wir hier denn Schönes? Wieso verkauft ihr hier mitten am Stand Thunfisch? Nee, das ist ja nicht mal Thunfisch. Was ist das Schönes? Erzähl uns mal. Das ist Hühnchen. Das ist im eigenen Saft gekochte Hühnchenbrust. Hast du schon mal probiert? Jetzt haben wir... Ich kann dir, wenn ich dir jetzt eine Gabel suche, würde ich probieren, na klar. Warte, mach mal aus. Nee, aus. Wir warten einfach, du musst dich ein bisschen beeilen. Wir können ja nochmal hier kurz rumgucken. Also wir dürfen jetzt gleich mal Hühnchen im eigens eingelegten Saft probieren. Aber auch bei Empire Sport Riegel,
Nahrungsergänzungsprodukte, allerlei Protein, Oatmeals und natürlich auch die heiß begehrten Taschen, die sogenannten Isobags, womit man seine Ernährung, seine Diät wunderbar transportieren kann von A nach B, von Vorentscheid zum Finale. Und wir warten jetzt natürlich mal auf unsere Kostprobe. Da kommt er auch schon. Hier kannst du dich total durchfuttern. Hier kannst du dich richtig durchfuttern. Was haben wir hier noch Schönes? Equipment. Wie machen wir das jetzt, ohne dass wir sauer reinmachen? Ich würde sagen, das Risiko nimmst du auf dich. So. Da sind wir ja mal gespannt jetzt. Ich würde jetzt natürlich nicht alles aufessen, deswegen sei mir nicht böse. Ja, ich würde auch das Wasser nicht drin lassen. Das würde ich ja abschütten, aber das wollte ich denen da hinten jetzt nicht antun. Es geht erstmal um Geschmack erstmal. So, ich tropfe einfach mal hier vor euren Tisch. Richtig zart. Ja. Zergeht auf der Zunge. Ja. Ist wirklich so. Kannst du oben einen Gaumen drücken? Ist cool. Ja. Alternative auf jeden Fall. Also vor allem, also ich meine, wir essen das ja auch in der Firma, wenn ich Hunger habe, bevor ich so einen Schokoriegel esse. Das ist halt lecker. Ich meine, da kannst du nichts falsch machen. Nö. Bisschen Salat noch zu, damit in den Salat rein. Geile Sache. Ja. Auf jeden Fall, ist das momentan euer Renner? Ja, das kommt immer besser an. Es ist halt immer schwer, sowas, wenn was neu ist, zu etablieren. Aber so lang nach und nach kommt es an. Es muss halt bekannt werden und sowas, wenn du jetzt sagst, das schmeckt gut. Wir haben bis jetzt absolut noch überhaupt kein negatives Feedback bekommen. Verdammt, das hättest du mal eben sagen sollen. Jetzt wäre ich der Erste gewesen. Ich bin gerne immer der Erste. Ach so. Das ist ja natürlich auch ein Produkt, wo ich jetzt nicht unbedingt in den Shop reingehen muss, sondern ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwann mal bei Rewe durchs Regal gehe und bapp, auf einmal steht das da, oder? So ist der Plan, ja. Das ist nämlich auch etwas, wie soll man sagen, wie du schon sagst, für jedermann, ne? Genau. Ja. Nicht nur für den großen fleischigen Bodybuilder, auch für den karrierebewussten Bürohengst, sage ich jetzt mal. Ja, ah ja, du musst es, ich meine, du kannst dir das auf den Salat machen, du kannst dir das schön vorher nochmal trennen. Und es schmeckt wirklich, das ist jetzt ja kein Witz, dass es echt gut schmeckt, das hast du jetzt probiert. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass es schmeckt, dass du sagst, ja, sondern das ist ganz normale Hühnchenbrust, schön gegart, durch den eigenen Saft. Das ist halt super lecker. Was kostet diese Dose für den Endverbraucher? Die kostet 2,49. Hier, heute hatten wir jetzt für 2 Euro. Die haben wir auch in Viererstaffeln oder in halt so einem kompletten Päckchen kann man die bei uns kaufen. Wären die denn günstiger? Weil 2,49 ist ja doch schon eine Hausmarke, oder? Ja, gut, aber für einen guten Thunfisch bezahlst du auch. Der hat auch einen Preis. Ja. Okay, ich kenne mich da nicht so aus, weil Thunfisch ist eher nicht so meins. Aber da könnte ich mir vorstellen, in Zukunft auf jeden Fall mal ein paar Büchsen bei mir zu Hause zu lagern. Stimmt. In meinen Atombunker unten. Ja. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Informationen und dass wir kosten dürften. Darf ich die bei dir lassen? Ja, ich danke dir für... Ja, nee, kannst du auf jeden Fall weiterverwenden. Ich bin auch getestet, alles gut. Danke dir. Rosa, rosa, das ist ja so mehr mein Ding hier, ne? So rosa, ne? Mal ordentlich so Männerklamotten. Dürfen wir dich mal ein, zwei Fragen stellen? Und zwar, genau, wir haben ja bald Weihnachten. Und da haben wir gesehen, ihr verkauft hier Pralinen oder was ist das Schönes? Weihnachtspralinen sozusagen, genau. Jetzt echt extra für Weihnachten? Genau, für einen Weihnachtskalender, Adventskalender, optimal, ja, zum Verschenken auch, oder? Und kann ich die jetzt gleichstellen mit irgendwelchen Rochers oder kann ich da schon von ausgehen, dass meine Diät nicht so sehr in Schatten gezogen wird? Du kannst dir ja hinten die Werte mal angucken. Also auch ein relativ hoher Proteingehalt. Wie viel haben wir pro Packung drin? 80 Gramm. Genau, 80 Gramm, ja. Also bei 80 Gramm gehen wir mal ganz kurz durch, würden wir liegen. Die Packung hat 80 Gramm. Bei 100 Gramm würden wir liegen ungefähr Eiweiß 33,1. Das ist schon mal auf jeden Fall eine Hausmarke. Kohlenhydrate 30 Gramm. Fett liegen wir bei 10 Gramm. Ach, bei Zucker fängt jetzt an, ist mein, bei meinen Augen wieder, das kann ich immer nicht so richtig lesen. Ja, die Weihnachtspralinen, die sollen ja auch schmecken. Deswegen. Wir haben ja natürlich auch bei Riegeln nicht immer die Möglichkeit, da mit dem Zucker vollkommen rauszubleiben. Aber es ist auf jeden Fall, was ich etwas unter dem Weihnachtsbaum genießen kann und nicht gleich aufs Fahrrad springen muss. Darum geht es ja, ne? Weihnachten zu genießen und nicht gleich wieder ackern zu müssen. Ja, ja, so sieht's aus. Deswegen würden die Dinger direkt, ja, und dann Adventsbaum oder Adventskalender passen, ja. Ja, und das findet ihr natürlich, wie heißt ihr? Also das ist jetzt eine andere Marke, das ist Focus. Da kommt jetzt der Online-Shop Anfang Dezember, also perfekt zu Weihnachten. Unsere Klamottenmarke ist Pumper Queen, wie auch immer du es nennen willst, mit Leggings made in Germany. Also wir lassen unsere kompletten Leggings in Deutschland nähen und bedrucken, was so eigentlich ja, so gut wie
gar nicht mehr in der Branche findest. Und aber nur für Frauen? Nur für Frauen, oder es gibt vielleicht auch Männer, die... die mal gerne als Pumper Queen. Genau. Wofür steht die 15? Die 15 ist das Gründungsjahr, also uns gibt es quasi seit letztem Jahr. Ah, okay. Also noch ganz neu auf dem Markt. Und ja, sind jetzt am Expandieren und dabei die Reichweite ein bisschen auszubauen. Cool. Ja. Cool. Klamotten sind immer gerne gesehen, ne? Wir bedanken uns auf jeden Fall recht an dieser Stelle und das wird noch richtig heiß werden heute, deswegen, da kommen bestimmt noch einige. Hoffen wir es mal, ja. Danke dir. Wir nähern uns dem Ende unseres langen Weges und da möchten wir natürlich auch noch mal jemanden Hallo sagen, der auch mittlerweile schon öfters auf der Bühne stand, der sich auch enorm für den Sport einsetzt. Guten Tag. Und der aber auch schon Erfolge mit sich bringen konnte. Hi, wie geht's dir? Mir geht's super gut. Sehr schön. Hast du das Spektakel vorne schon ein bisschen angucken können, die Bühne, oder warst du die ganze Zeit jetzt hier? Muss ich ganz ehrlich sein, ich war heute noch kein einziges Mal drin. Bin zwar den ganzen Tag schon hier vor Ort, aber bis jetzt wirklich nur hier am Stand. Ja. Ja, das Business muss ja auch geführt werden, ne? Ja, businessmäßig und auf jeden Fall, wenn man keine Kontakte aufbaut, bleibt die Sache auch immer klein. Und da ich ja auch hier für den Sport an sich, also für den Bodybuilding, auch natürlich die Handicap-Klasse quasi 2015 ins Leben gerufen habe mit dem DBRV zusammen und mir ans Herz gelegt habe, diese Klasse auch zu füllen oder vorwärts zu bringen, ja, da braucht man natürlich Kontakte, Menschen kennenlernen, die eventuell zukünftige Athleten werden. Es geht nämlich darum, dass wir hier, beziehungsweise wir haben hier eine Zulaufstelle für Athleten, die einfach mit einem Handicap durchs Leben treten, aber trotzdem den Sport gerne mal machen möchten. Und da seid ihr natürlich, beziehungsweise eure Organisation, Deine Grenzen, Deine Chance, genau die richtigen Ansprechpartner. Ja, richtig. Also einmal dafür natürlich für den Sport bin ich heute hier. Und für das gesamte halt Personal Coaching an sich natürlich die gesamte positive Lebenseinstellung. Sehr schön, so wollen wir es auch haben. Wir wünschen dir weiterhin viel Spaß. Nachher kommt noch das Finale. Wir sind gespannt und da können wir auch nochmal richtig Gas geben und richtig anfeuern, die Athleten. Danke dir. Alles klar, ciao. So. Jetzt holen wir uns noch mal was für den schnellen Durst. Brand haben wir nämlich schon wieder. Ich habe immer Brand. Ach Mensch, ich habe so einen Durst. Ich habe so einen Durst. Kann ich mehr. Das ist alles. Was habt ihr hier denn Schönes, bevor ich jetzt hier mit irgendwas vollgepumpt werde? Was ist das? Instantgetränke, zuckerfrei. Ja. Warum zuckerfrei? Die haben alle zuckerfrei. Ist doch langweilig. Wieso nicht zuckerfrei? Also sportbewusst. Das heißt für diejenigen, die... Sportbewusst, es ist auch ohne Salz, also null Salz. Ideal für die Wettkampfvorbereitung. Und wir haben eine riesen Vielfalt. Wir haben 55 verschiedene Geschmacksrichtungen. Was ist denn so der krasseste Geschmack, den ihr habt? Wo du sagen würdest, also da hat sich schon jemand was einfallen lassen. Ich meine jetzt so, wenn ich jetzt mal da hinten gucke, Erdbeer, ja okay, Ananas, das geht. Was ist so richtig der Bringer? Was haben wir hier denn? Schwarze Johannisbeere. Ja. Wir haben auch so Sachen wie... Ist auf jeden Fall... Gibt es das nur in solchen kleinen Tütchen, oder? Solche Tütchen, ja. Ein Tütchen ist für 2 Liter Getränk. Einfach nur im Wasser auflösen und fertig aus. Ne? Also... Oder man, wenn es einem zu süß oder zu intensiv ist, dann nimmt man eben einfach ein bisschen mehr Wasser. 2,5 Liter, 3 Liter, also die meisten machen es auch bis zu 4 Liter, einfach nur um ein bisschen Geschmack ins Wasser reinzukriegen. Gerade wichtig auch gerade in der Wettkampfvorbereitung, dass die Leute entsprechend trinken können und eben ohne Salz natürlich. Ne? Schmeckt auf jeden Fall sehr geil. Und wenn wir uns mal da hinten so die Wand schnell anschauen, also wie gesagt, da sind echt einige Geschmäcker. Mandarine finde ich sehr interessant, Kiwi, Honigmelone. Zum Beispiel, ne, ist vergleichbar mit den geläufigen Energy Drinks. Und ist aber ohne Taurin, ohne Koffein, also ist einfach nur Flavor. Flavor mit Süßstoff, mit Stevia gesüßt. Ja, ist eine gute Sache. Ja, auf jeden Fall. Mit Trinken erwischt ihr immer Fans, weil wir Athleten müssen immer trinken, vor, während und nach dem Training. Kann man es auch. Also nicht nur zum Trinken, sondern auch für Joghurt zum Beispiel. Einfach ein bisschen Pulver, das ist pulverförmig. Ne? Das sieht so aus. Das ist ganz normal Pulver.
Das kann man, löst sich ganz, ganz leicht auf. Guarana, geil. Ja. geil. Kann man in Joghurt, es gibt den Bolero Shake, ja, da macht man einfach was. Warte, ich gebe da mal was zum Probieren hier. Warte, ich habe hier noch mein kleines Becherchen. Das ist jetzt gemischt Flavor mit? Das ist jetzt Quark, Wasser, circa 1:1 und ein bisschen von Bolero Erdbeere haben wir jetzt da genommen. Ne? Vom Geschmack her sehr, also die Geschmacksrichtung sehr intensiv. Ja, und bei dem, wenn man es mit Quark macht, auch circa 2 Liter Quark oder 2 Kilo Quark für so einen Beutel. Also ist sehr ergiebig. Der Beutel ist aktuell bei 32 Cent. Na, ist, für den Endverbraucher? Für den Endverbraucher, ja. Mhm. Für 2 Liter Getränk finde ich auf jeden Fall eine feine Sache. Und damit kann man auch echt viel experimentieren. Wie er schon sagt, ob ich das ins Wasser gebe, in den Quark mit rein, in den Shake vielleicht sogar mit rein, alles so eine Sachen. Also geil, coole Sache. Euch kann man finden bei Bolero? Bolerodrinks.de, genau. Hier www.bolero-drinks.de. Das ist jetzt auch unser Messegutschein hier. Wer hier ist. Heißt Kennwort DBFV16. Genau. Einmal durchgegeben. Funktioniert auch, ja. Wir bedanken uns recht herzlich. Hat auf jeden Fall geschmeckt. Jetzt sind wir wieder gesättigt. Dankeschön. Alles Gute. Ja, das sind soweit die Aussteller, die immer was parat haben für euch, für die Zuschauer. Und wir schauen uns jetzt natürlich gleich das Finale an. Es geht gleich wieder los. Bedanken uns an dieser Stelle und bis gleich.